und herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich zeige euch heute, wie ihr diesen leckeren Nachtisch, das ist eine Mischung aus einer Mascarpone-Creme, Pfirsichkonfitüre, leckeren Vollkornkeksen und Pfirsich obendrauf. Ja, wie ihr das selber machen könnt. Wenn ihr darauf gespannt seid, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran und schaut mir zu. Bis gleich! Ihr benötigt einmal Pfirsichkonfitüre, so 3-4 Esslöffel. Dann braucht ihr 100 Gramm Butter, die könnt ihr dann nachher schmelzen, das zeige ich euch dann aber noch. Dann braucht ihr 100 Gramm Vollkornkekse. Ihr braucht 100 Milliliter Sahne, 200 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Schmand und Quark. Genau, dann braucht ihr noch einen Spritzer Zitronensaft und 4 Päckchen Vanillezucker. Ich habe jetzt noch ein paar Pfirsiche, so halbe Pfirsiche hingerichtet. Das werde ich nachher einfach oben noch mit drauf geben, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Ah genau, was ihr noch braucht, ist einmal so einfach ein Beutel, ein Gefrierbeutel oder so, wo ihr die Kekse reinmachen könnt und so ein Fleischklopfer, damit ihr die Kekse klein stampfen könnt. Ja, aber dazu komme ich später. Jetzt erstmal nehme ich mir eine Schüssel zur Hand und gebe die Mascarpone, den Quark und den Schmand zusammen in diese Schale rein. So, ich habe das jetzt alles mal zusammen in die Schüssel gegeben. Das werde ich jetzt mal geschwind verrühren, dass es sich einfach gut miteinander vermischt. Jetzt werde ich gleich mal die Sahne noch mit dazugeben. Danach gebe ich die Konfitüre mit rein, wie gesagt 3-4 Esslöffel. Ein Schuss, also ein Esslöffel Zitronensaft und die 4 Päckchen Vanillezucker. Aber jetzt erstmal schön die Sahne. Jetzt gebe ich die 4 Päckchen Vanillezucker mit rein. Also ich muss ja jetzt gerade mal sagen, es steht ja bald Ostern vor der Tür und ich freue mich mega auf Ostern. Also ich merke das jetzt schon auch in allen Bereichen. Ich glaube, ihr wisst es gar nicht, aber ich bin ja Erzieherin, also ich arbeite in der Krippe mit ganz Kleinen. Und ja, wir stimmen uns natürlich immer auf die Jahreszeiten ein und auf die Feste. Und da geht es jetzt auch schon wieder los mit Aktivitäten und mit einfach Vorbereitungen für Ostern. Wir dekorieren ganz viel und machen einfach auch ganz viel mit den Kindern. Da kommt natürlich der Osterhase. Und ich finde das, ja, das ist so einfach so die Vorfreude auf Ostern ist einfach total schön. Ja, wie geht's euch denn? Freut ihr euch auch schon so sehr auf Ostern? Also ich meine, jetzt kommt ja endlich mal wieder so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen wieder Leben und Stimmung in die Bude. Ist ja während Corona jetzt wirklich auch schwierig gewesen und dann war es draußen immer so düster und dunkel und Regen und jetzt, also mir geht da wirklich das Herz auf, wenn man sich einfach bei diesen Temperaturen auf Ostern einstimmen kann. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt die Päckchen Vanillezucker mit reingegeben, den Zitronensaft habe ich mit reingegeben und jetzt gebe ich noch so, sagen wir mal so 3,5 Esslöffel von der Pfirsichkonfitüre mit rein. Ja, so. Das werde ich jetzt alles miteinander vermischen. Und dann geht's los.
das werde ich jetzt erstmal zur Seite stellen und dann sage ich euch, wie es weitergeht. So, und zwar nehmt ihr jetzt eure Vollkornkekse. Ja. So, habt hier euren Klopfer, eure Tüte. Da gebe ich jetzt die Kekse einfach rein. Zerstampft die. Und gebe sie dann hier in eine extra Schüssel. Ja, also das gebe ich jetzt schon mal in meine Schale. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt gleich. So. Ich habe euch ja gesagt, ihr braucht 100 Gramm Butter. Die gebe ich jetzt geschwind in die Mikrowelle und gucke, dass die einfach gut zerschmolzen wird. Und dann gebe ich die zerschmolzene Butter hier einfach über die Kekse. Das mache ich jetzt. Ja, jetzt gebe ich die zerlaufene Butter einfach hier über die Kekse. Und vermischt es dann alles gut miteinander. Ich habe hier jetzt verschiedene Gläser und fülle jetzt hier einfach die Kekse unten rein. Und zwar müsst ihr so ein bisschen selber gucken, je nachdem, was ihr für Gläser natürlich habt, wie viel Kekse ihr da natürlich reingebt, dass es nicht zu viel Keks ist. Also ihr lasst das Ganze jetzt ein bisschen abkühlen und also ich würde sagen einfach so 2-3 Minuten. Und dann geht es weiter, indem ihr einfach die Masse, die wir schon verrührt haben, da mit drauf gebt. Aber das seht ihr dann gleich. Genau, so lange warten wir jetzt einfach kurz. So, an ein paar Gläsern mache ich jetzt ein bisschen Konfitüre an den Rand, damit man einfach so ein bisschen das seitlich durchschimmern sieht. Sieht ganz nett aus eigentlich. So. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr immer so an Ostern macht. Ja, ob es irgendwelche Bräuche bei euch gibt oder generell wie Ostern bei euch so gehandhabt wird. Das würde mich mal interessieren. Ja, genau so, das reicht jetzt erstmal. Und jetzt gebe ich ein bisschen was hiervon, von unserer Masse, in die Gläser. Ja, so sieht es fast fertig aus. Und jetzt habe ich hier ja noch so Pfirsichhälften. Ja, also ihr könnt jetzt entweder hier jetzt zum Beispiel bei den Gläsern würde sich das anbieten, dass ihr einfach so eine Hälfte hier oben drauf setzt. So. Oder es würde dann so aussehen. Oder ihr schneidet es eben klein. So. Und setzt dann zum Beispiel nur ein so ein Stückchen drauf oder ihr legt so zwei zusammen. Also da ist eurer Fantasie auf jeden Fall freien Lauf zu geben. Ja. Oder ihr macht einfach Stückchen kleine. Das geht natürlich auch. Und dann gebt ihr die Stückchen damit oben drauf.
Oder ihr lasst es einfach ganz neutral. Wie ihr letztendlich wollt. So sehen die dann fertig aus. Und ich finde, das passt auf jeden Fall schon gut zu Ostern. Das könnte ein schöner Nachtisch sein, irgendwie nach dem Familienessen oder so, nach dem Hauptgang. Ich finde es schön. Und ich lasse mir jetzt auf jeden Fall gleich eins schmecken. Ich probiere das jetzt mal. Lecker. Ja, 1A würde ich sagen. Ja, uns hat es auf jeden Fall geschmeckt. Wir werden es auch noch gleich voll ganz aufnaschen. Und ja, wir sind schon am Ende angelangt meines Videos. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich bezüglich Ostern umsetzen kann, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin, eure Steffi. Ciao!